Mir wäre es am liebsten, ich würde wieder zurück zur Hütte. Da war es irgendwie gemütlicher. Chapel. Ja. Jetzt sind wir hier, genau. Die Tür ging ja nicht auf. Bis jetzt. Sag mir den Security Pass. Ich glaube nicht, dass er jetzt gerade allzu glücklich ist, wenn ich jetzt näher gehe. Braver Junge. Genau. Ruhig. Hey, ich bin gar nicht so übel. Okay, Geschmackssache. Blöde Wortwahl. Du tust mir aber nichts, oder? Einmal probier es noch. Braver Junge. Genau. Ruhig. Nee. Hey, ich bin gar nicht so übel. Okay, Geschmackssache. Blöde Wortwahl. Ich denke mal, er hätte Mikey nicht getreten. Vielleicht wäre er dann normal zu uns. Also wirklich nur vielleicht. Okay, dann gehen wir mal weg. Ich würde jetzt niemals ein Tier treten oder schlagen. So, was haben wir denn hier? Badass Jacke. Komm schon! Komm schon! Gut. Nein, ich werde den Wolf nicht erschießen. Keine Sorge. Habe ich nicht vor, werde ich nicht tun. Lieber gehe ich drauf, dass er den Wolf tötet. Ja, es war vorher eine echt blöde Entscheidung, bereue ich auch irgendwie, dass ich den Wolf getreten habe. Ah! Vielleicht kann ich so ja die Wölfe besänftigen. Ja, dann ist er vielleicht lieb zu mir. Also Entschuldigung, dass ich ihn auf Versehen getreten habe. Kriegt da was Feines. Ja, sehr gut. Ja. Ganz brav. Ruhig. So ist es brav. Sehr schön. Na also. Jetzt mag er uns. Na, Kleiner? Gefällt dir das? Ja? Streichereien mag doch jeder was. Besser als Tritte. Ja. Ich könnte dir nochmal eins geben, wenn es geht. Weil er jetzt so brav ist. Aber ich glaube, das geht nur einmal. Ja, es geht nur einmal. Aber vielleicht hilft er mir ja. Wenn er einen auftauchen sollte. Das war bestimmt die einzige Kugel da drin. 100 Pro. Exit. Okay. Sackgasse. Also zumindest in die Richtung.
Kommt der hier? Nee, kommt niemand. Huh, das sieht hier verdammt stark aus. Jetzt das Logo von dem Spiel und das wäre ein cooler Wallpaper. So, wo ist der komische Typi? Ich habe eine Schusswaffe. Machen alle, wenn ich mich killen will. Aber nur wenn. Hallo. Ich habe eine Waffe. Ich bin Psycho Mike. Aber vielleicht hat er Angst vor uns. Und hat sich versteckt. Das kann auch sein. Natürlich. So. Sobald ich das Fass wegschieb, steht er davor. Nicht einmal. Okay. Du Held! Ah, der ist irgendwann am Raum und sieht alles, was wir machen. Deswegen die ganzen Kameras. Oh nein. Es ist Emily. Genauso nervig wie Jessica. Aber warte mal, der hat doch zugemacht. Unfassbar, dass Josh tot ist. Unfassbar, wie er starb. Nein, ich meine, was, wenn sie sich irren? Was? Vielleicht hätten wir im Schuppen nachsehen sollen, ob es so war. Ach, keine Ahnung. Es gibt Dinge, die man nicht mehr vergessen kann, wenn man sie einmal gesehen hat. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man selbst sehen. Ich glaube, was sie sagen. Er hat doch abgesperrt. Es ist verschlossen. Scheiße, wer war das? Mann, hier läuft ein echt uncooler Streifen ab heute Nacht. Okay, verändert sich nichts. Ich wollte nur, dass er das weiß. So, jetzt gehen wir zur nervigen Emily. Wird wieder irgendwas total Langweiliges erzählen, was keine Sau interessiert. Irgendwann wird sie abgeschlachtet. Alle machen einen Freudentanz. Oder auch nicht. Da! Eine Axt! Mir geht's besser mit einer Axt. Jetzt wird er hardcore. Hinweis entdeckt. Axt. Eine Axt, die in der Tür zur Seilbahnstation steckt. Die war vorher ganz sicher nicht da. Was jetzt? Hier ist zu, Matt. Brech die Tür auf, oder? Wow, warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Ach, keine Ahnung. Vielleicht... da! Was? Ein Fenster. Ach, ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Nein, komm schon. Du passt niemals dadurch, du Schrank. Ist die nervig. Die schmeißen wir da durch. Ich pass nicht durch, aber du. Bist du irre? Ich zwäng mich doch nicht durch das winzige Loch. Du zwängst dich auch in noch engere Jeans, Em. Wie bitte? Ist dein Talent. Vergiss es, Dummi. Das fällt aus. Außerdem hockt dieser Irre bestimmt direkt dort unter dem Fenster und macht uns dann zu Pina Coladas. Nur sie. Okay. Schön. Auf geht's. Ich werde hacken. Und werde... Los, mach jetzt! Am besten ihren Kopf. Ja, noch einmal, dann müsste die Tür offen sein. Jawohl.
Ja, wegen Strom haben wir. Gott, verdammt! Was ist passiert? Das ist irre. Wir waren doch vor ein paar Stunden noch hier. Das muss gerade passiert sein. Was zum Teufel geht hier vor? Das muss der Kerl sein. Derselbe wie bei Chris und Ash und Josh. Ich weiß, dass das der einzige Rückweg ist. Sag das nicht. Da, die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Ich meine, das ist nicht weit, oder? Kannst du springen? Ich bin gut. Aber nicht so gut. Trotzdem danke. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Gott, alles ist total demoliert. Ich glaube, da wusste einer genau, was er tut. Aber ich weiß, was ich machen werde. Und zwar, ich werde einen kleinen Break machen. Und man sieht sich in der nächsten Aufnahme wieder. Oh, was jetzt? Hier ist zu Matt. Hier ist zu Matt. Wow, warte kurz.